Im kalifornischen Napa Valley ist die Wirtschaftskrise deutlich zu spüren. Die hier erzeugten Weine der Jahrgänge 2008 und 2009 gehen derzeit kaum, denn die Amerikaner schnallen den Gürtel enger und trinken weniger teuren Wein. Ich habe noch Wein zu Hause, den muss ich erst trinken, bevor ich neuen kaufe. Ich muss mich umstellen, es schmerzt mich, aber diesmal kaufen wir keinen Wein. Napa-Weine gibt es in der Regel ab etwa $30 pro Flasche, um die 25 Euro. Neue Kunden für solche Tropfen finden sich derzeit nur mit viel Fantasie. Wir haben 8 verschiedene Blogs, einen Hochzeitsblog, einen für Tierfreunde. So hat dieses traditionsreiche Weingeschäft soziale Netzwerke für sich entdeckt. Manche Weingüter sind nervös. Sie sagen sich, wir müssen etwas tun und sehen, wie wir Wein verkaufen. Nur 3 Stunden entfernt, ebenfalls in Kalifornien, liegt San Joaquin Valley. Hier brummt das Geschäft. Der Boden ist günstiger, es wird mehr Wein erzeugt. Und der kostet dann auch nur $6 bis $12 je Flasche. Ein Bruchteil der Napa-Preise. Sie haben ein tolles Jahr. Jahrelang galt die Lage im San Joaquin Valley als deprimierend. Jetzt gibt es nicht genügend Wein. Experten sehen das San Joaquin Valley in Zukunft als eines der wichtigsten US-Anbaugebiete für bezahlbaren Wein. Vor wenigen Jahren musste Steve Schaeffer seinen Kunden hinterherlaufen. Heute sind sie es, die ihn anrufen. Die Qualität der Weine aus dem Tal wird besser, sie werden bekannter und beliebter, weil wir Wein zu einem Preis produzieren können, den die Leute gern zahlen. Guter Wein ist auch in den USA weiter gefragt. Nur teuer sein muss er nicht immer.